Ein herzerfrischendes Kukur, meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin Benny von Skip weiter mit Let's Play GTA 4 The Ballad of Gay Tony. Und in der letzten Folge haben wir Gracie aus den Händen von Nico und von Packy befreit. Und mir ist gerade aufgefallen, dass wir keine Missionsmarkierung auf der Karte haben. Ah, Rocco ruft an. Vielleicht ist er unsere Erlösung. What could you possibly have to say that I'd want to hear, Rock? Time to face the facts, Jack. Frankly, you're fucked. There's a rich Russian having a powwow with the old man about you and the fag. FYI, they ain't talking about handing you a special commendation. Well, what the fuck are me and Tho supposed to do about that? Let's leave the homo out of this for a minute. Meet me and Uncle Vincenzo in the public toilets in Middle Park. We gotta talk in person. Okay, dann machen wir jetzt mal die Mission für Rocco. Beziehungsweise für unseren... Naja, ist Rocco nicht ein alter Kumpel von... von Luis? Nee, das war Armando, glaube ich. Ah, ich komme da... Also bei diesen, ich sage jetzt mal, GTA-Teil in Anführungsstrichen, es ist ja kein separater GTA-Teil, es ist ja DLC zu GTA 4, komme ich etwas leicht mit den Namen durcheinander, muss ich ganz ehrlich gestehen. Nichtsdestotrotz ist es nichts. Es gibt nichts Schöneres, als jemanden in diesen öffentlichen Parktoiletten zu treffen. Wie in GTA 3 damals mit diesem korrupten Bullen, der auch Ray hieß, so wie Ray Bulgarin. Aber ich glaube, das ist eher nebensächlich. What's up, ladies? Still living the high life, I see. Fuck you. What you doing here, cruising? It's very funny. You know, Mr. Ancelotti still blaming all that diamond shit for Gracie's kidnap? Well, you did bring the heat down on the club, so I can understand why they blame you. Yeah, and those chinks, they're still fucking pissed at that dispute of ours. Again, fair enough. Whatever, it don't matter, right? What matters is the Russian has come to Mr. Ancelotti and said he wants the head of anyone involved with the diamonds. Now, on top of all that Gracie and chink shit, the old man is pissed. He wants blood. I think we can cut a deal. We give him one body, all right? So basically, it's you or Tony. One of you has to die. Me and Vince would prefer to work with you in the clubs over the faggot, so you're lucky. You kill Tony, you get to keep the clubs. You and us together, partners. Either that, or the Russian is gonna send some serious people round to whack you and the fag with Ancelotti's sanction. Yeah, you'll both get whacked. You're way out of your league, kid. And you? You're a fucking loser, hanging out with children, living a fantasy life. I ain't killing Tony, but I may be about to kill you two fucks, though. Then you're a dead man. You, and your family, and those spick drug dealers you hang out with, you're all dead. It's your choice. It ain't our fault. Fuck you! Think about it. I'll be in touch, you fucking spick. Da gibt's nicht viel zu überlegen. Wir werden jetzt erstmal dieses stinkige Loch hier verlassen. Und mein Auto ist weg. Warum haben sie mir denn das geklaut? Das habe ich doch so souverän hier eingeparkt gehabt. Naja, vielleicht waren sie auch nur ein bisschen neidisch auf meine Einpack-Skills. Ich meine, ich kann sie nicht verübeln. Ich werde auch jedes Mal wieder darauf aufmerksam, wie gut ich doch einparken kann. Und dann klopfe ich mir selber auf die Schulter, weil es sonst keiner macht, weißt du. Und deswegen klaue ich auch erstmal hier diesen Bentley. Mit diesem eingeschläferten Beifahrer auf dem Beifahrersitz. Der leider nicht einfach aus dem Auto springt, sondern wartet, bis man anhält, damit er aussteigen kann. Aber ich nehme dich einfach mal mit zum Club. Vielleicht kannst du mir ja helfen, auch wenn du es nicht so aussehen würdest, als wäre dein rechter Arm gut durchtrainiert. Also jetzt hier zum Pistolen halten. Es fällt mir erst jetzt auf, was ich damit eigentlich gesagt habe. So, die Bremsen funktionieren natürlich gar nicht bei der Karre. Aber die Tür geht gut ab, habe ich gerade festgestellt. So, Tony, ich habe dir was zu sagen. Tony,
So, jetzt geht's richtig zur Sache. Da haben wir ja schon jemanden zu Besuch. Talk to them. Tell them we can figure it out. It ain't that simple, Tom. Sure it is. We got money coming. We can expand, refurb, rebrand. I'm an earner. I'm a survivor. I've been in this game since 1987. Ouch. The terrible irony. You better tell them. Tony, man. What? Things are kind of fucked, man. These guys, man. These fucking guys. You never should have brought them in, man. Now somebody's got it. You know. The mix is with us now. You gotta be fucking kidding me. Times change, Tony. Your brand of charming homosexuality, it's kind of run out of steam. Someone has to pay for what's gone down. Do it. Sorry. I'm sorry, man. After all we've been through, Lou! I'm sorry, T. You was family, man. But it's either you or all of us. The Russians are coming, man. We don't got time for this gay shit. Fucking pop them already. You fucking moron! Hey, I had second thoughts, man. You fucking killed yourself just then. There's Russians. Fucking everyone, they're coming after you. The old man, you're fucking dead. The both of you, they're coming any second. Schnell ihn doch endlich ab, Luis, Mann. We better not disappoint then. Ah, keep your head, Lou. He's a made guy. Fuck him. All right, get out of here, Rocco. It's for the old man, and that's it. You're a dead man, Taco. Get out of my club, you fucking mook. You sure that was smart? You sure not shooting me was smart? I don't think so. All right. If we're gonna operate, we're gonna need some goodwill here. What now? I don't know. Didn't he say the Russians are coming? Doesn't stop, does it? Kann ich nicht hinter der Säule in Deckung gehen? Wäre mir wesentlich lieber. Na, da kommen ja schon die ersten einfach zufällig reingespawnt. So gefällt mir das. Erstmal nachladen hier die Scheiße. Ja, gib mir mal Deckung. Super Tony, wie du das machst. Ich bin echt stolz auf dich. Die dürfen nur nicht hier hochkommen, sonst ist alles okay. Ja, die dürfen nur nicht hier hoch. Das ist doch jetzt egal, Tony. Knall sie doch einfach ab, Mann. Den Club kann man wieder bezahlen. Alter, wie viele kommen denn da? Erstmal nachladen. Oha, was da jetzt alles an Munition rumliegen muss. Stimmt, wo ist das hier eigentlich? Schneller, komm schon. Oh shit, run! For God's sake, run while you still can! Ja, scheiße, da kommen sogar noch mehr. Das wird richtig übel. Ich brauche jetzt hier erstmal diesen Verbandskasten. Ich bräuchte auch mal eine Panzerung, die wäre ganz geil. Habe ich jetzt wieder ein bisschen Munition? Naja, nicht viel, dann nehme ich lieber die AK mit. Mir liegt nicht zufällig eine Panzerung rum, oder? Sollte hier normal nicht Musik abgespielt werden? Ach, ist ja auch egal. Jetzt geh mal erstmal hoch und räum hier mal noch ein bisschen auf. Den treffe ich natürlich nicht. Natürlich kannst du da raus. Zum Glück gibt es hier so eine Blindfeuerfunktion. Ich nenne sie auch liebevoll die Spray-Funktion. Oh, oh, die kommt von hinten. Jetzt aber schnell.
Oni, du könntest mir eigentlich auch mal helfen. Ich sitze hier gewaltig in der Scheiße. Ein Headshot und ich bin weg, ey. Komm schon. Was ist denn da jetzt hochgegangen? Vor allen Dingen wie? Ich habe ja nicht mal irgendwas in die Luft gejagt. Tony, man, what the fuck? We got through it. We beat them. Who'd we beat? A couple of goons? The guys who wanted us dead are still out there. I'm done. I'm packing up and I'm leaving town. I'm heading to a spa town in the desert. It's been nice knowing you. Don't be stupid, T. T, please, don't be stupid. I'll just come find you. Shit. Okay. Gut, dann mache ich jetzt an der Stelle nochmal einen Schnitt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao.